Hetzen. Jakob Ginsburg hört sich hebräisch an. C4 ist der Hauptzug. Turm E1. Ja, machen wir den mal. Und dann E5. Geben wir ihm ruhig das Zentrum. Weiß nicht, ob das gut ist, weil ich die Schwarz das Feld C5 schwäche so ein bisschen. Aber ohne E5 spielt man das hier nicht. Oder denkt nach. Worüber denkt er nach? Ich weiß es nicht. Vielleicht Springer A6, Springer B4 hier für mich. Türm ins Zentrum, Läufer G4 vielleicht. Normale Züge machen bitte. TBG. So, er denkt länger nach. Einfach mal was rausziehen hier. Ja, der Läufer kann nicht nach G4, das ist ein bisschen lästig. Vielleicht Läufer E6, Läufer C4. Na egal. Springer A6 weiß ich nicht, ob das so logisch ist. Er lässt sich sehr viel Zeit, ne? Noch so einer, der lange nachdenkt. Ich mache jetzt mal den. Turm E8 kann nicht falsch sein. Dann Springer B4 im nächsten. Er nimmt. Okay, wir müssen mit dem Bauern nehmen. Vielleicht B6, Läufer A6 in dieser Stellung. Läufer A6 hier. Wieso nicht? Ich habe den Eindruck, dass er auch nicht so richtig weiß, was er machen soll. Gut, es gibt Dame D2, Dame D6 eventuell. Dann hängt aber C2. Ja, dann hängt aber auch B6. So klar ist das nicht. Dame D2, Läufer A6. Dame D6. Nimm, nimm. Springer C2. Dann hängt der Turm und der Läufer. Das geht nicht. Machen wir Läufer A6. Dame D6 geht nicht. Und ich drohe so ein bisschen den hier. Was ist Drohung? Ist keine Drohung, ist aber ein Zug. Die Dame kann ja nach C1 zurück. Ich muss vor Läufer B6 immer aufpassen, nicht, dass der hängt irgendwann. Läufer G5. Ja, kann ich jetzt leider nicht H6 spielen. Turm D8 bringt nicht so viel, ne? Wird viel getauscht, ne? Irgendwie will ich Dame E7 spielen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe hier keine Idee. Ich muss aber irgendwas spielen. Geht natürlich in die Fesselung. Idee ist sowas wie Dame F8 und dann H6. Oder Dame C5, ne? Ein bisschen aktiver stellen, aber kommt Läufer E3 wieder. Das geht gar nicht. Springer B1, ja. Er will C3 spielen, aber kommt Springer D3. Das geht doch gar nicht. Irgendwas ziehen. Ich habe jetzt lange nachgedacht. Ich hätte gerne damit C5 gezogen, aber dann geht immer dieses Läufer E3, was mich nervt. Ja. Turm D8, Dame C1. Ich gehe mal weg. Ich weiß nicht, warum ich den mache. Ich mache den, weil ich keine Idee habe, ist das Problem. Nicht, weil ich glaube, dass es ein guter Zug ist. Auf C3 kommt immer Springer D3, ne? Solange das geht, ist es okay, aber ich muss irgendwie mit der Dame. Die Dame steht scheiße da. Das ist toller Quatsch. Ich greife ja gar nichts an. Aber er weiß auch nicht, was er machen soll. Das geht auch. Was ist hier für eine Kacke? Nein, was ist das hier? Wollte ich sehen. Wir haben beide keine Zeit mehr. Eigentlich muss er Turm E2 ziehen. Oder den. Läufer F8 ist die Idee. Greife den Springer an. Das scheint noch zu gehen. Und dann nehme ich auf C5, ne? Oder Läufer F8 noch stärker.
Ja klar, jetzt opfert er den Springer, warum auch immer. Glaube ich nicht dran. Ich greife den an. Ja, Feierabend. Das ist too much. Läufer D6 ist die Idee. Läufer A7 spielen. Bin ich bescheuert? Jetzt fängt schon wieder an, dass ich die Zeit einfach vergesse. Das geht überhaupt nicht. Ey. Ich habe 4 aus 6 und spiele gegen Dari. Arian Dari. Der Prügelknabe beim Norway Chess. Den haben wir. Den Frosch. Den haben wir, den Frosch. Der kann nix. Danke für die Bits, Kauli. Sehr viele Bits, die da ankommen. 500 wahrscheinlich wieder, ne? Wie immer, 500 Bits aus Darmstadt. Da freuen wir uns. Das hake ich nicht, nein. Soll man A6 springen? A6, B6? Ach, interessiert keinen. Mach A6, B6, ist mir völlig wurscht. Springer G6 ist die Idee. A6 kommt B6. C5, A6, D5, A6, B6. Gut, B6, klar. Immer geschlossen halten. Er will natürlich C5 spielen. Ja. Gute Verkehrs. Ich mach den, den. Ja, nee. So klar ist das nicht, Schlucke. Nee, machen wir Springer G6. Wir gehen direkt auf Gegenspiel. Nimm Springer B5, F4 ist die Idee. Und wenn er jetzt, ja, er nimmt natürlich Springer B5. Dann kommt F4, weil der DE4 nicht mehr angegriffen ist. Meine Idee ist jetzt D5 hier das Zentrum stärken und dann F4 spielen. Das ist die Standardgeschichte hier. Springer C4 ist eine weitere Geschichte. Aber dann spiele ich F4. Ich komme rechtzeitig zum Gegenspiel wahrscheinlich. Läufer B5, Läufer C6 ist vielleicht eine Idee. Läufer B5. Muss ich Läufer D7 machen? Nee, geht gar nicht, wenn Läufer D. Läufer B5 ist stark. Was mache ich auf den? Läufer B5, D5, Läufer C6. Oh, nee, Turm C1, okay. D5. Springer B5 kann ich Läufer A6 ziehen auch, ne? Jetzt. Machen wir D5, die Idee ist F4. Vor allen Dingen, was ist das Problem, wenn er hier reinkommt? Gar keins eigentlich. Ich muss nur zu F4 kommen hier, dann habe ich Gegenspiel. Klassisches Gegenspiel. Springer B5 müsste auch Läufer A6 gehen. Dame A4. Ne, Springer B5, F4. Immer angreifen. Springer C7, Turm B8. Es ist alles gedeckt eigentlich. F3. Ja, F3 ist auch logisch. Schwierig. Ich kann das nicht rechnen. Ich mache den, wenn ich ehrlich bin. Der sieht logisch aus, ne? Habe ich nicht sogar einen Bauern mehr in dieser Stellung? Läufer E5. Komische Stellung. Boah, mir fällt nichts ein. Ich muss irgendwas ziehen. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe natürlich fetten Freibauern hier. Aber ich habe natürlich hier eine Schwäche auf A7. Okay, den A7 bekommt er nicht so leicht. Vor allen Dingen. Keine Ahnung, was hier Trumpf ist.
Zack, zack, Turm C7. Ich habe immer Turm F7. Zack, zack, der steht auf Weiß, ne? Das kann eigentlich nicht schlecht sein für mich. Und dann König schnell ran. Das Endspiel muss eigentlich gut sein für mich. Glaube, da nehmen wir erstmal raus. Und jetzt Läufer D7 oder Läufer D5. Turm D6, Schlag, Schlagen. Keine Zeit, ey. Fuck. Mir fällt nichts ein. Scheiße. Ist rot der hier. Der Läufer hat kaum Felder, ne? Der Läufer hat schönen Läufer hier. Ist rot matt. Das gibt's doch nicht! Wieso ziehe ich nicht? Läufer E2, Läufer A6. Das kann doch nicht wahr sein. Die zweite Partie, wo ich die Zeit einstelle. Das ist doch nicht wahr. Turm B7 stellt die Partie ein, ey. Mann, Läufer D1, es ist vorbei. Läufer E2 hier.